Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung in Excel. Wir hatten uns in der letzten Lektion oder dem ersten Teil dieser Lektion schon mit der Wochenplanung beschäftigt und wollen jetzt natürlich auch eine entsprechende Dokumentation des Ganzen machen. Das heißt, es geht darum, die Woche zusammenzufassen und auch darzustellen. Da werden wir zum einen die Funktion Wenn natürlich wieder nutzen und die Funktion Anzahl, dass wir bestimmte Werte jetzt hier mit benutzen. Wir werden die Summe der einzelnen Einheiten und Tage bilden, um dann auch den sogenannten Training Impulse, den sogenannten TRIMP zu berechnen aus der Herzfrequenz, und wir berechnen auch den Training Load Index, also die Trainingsbelastung basierend auf der Zeit und dem subjektiven Belastungsempfinden. Wir spielen natürlich auch da wieder mit der Formatierung herum. Wir nutzen die Funktion Runden und stellen das Ganze dann auch in einem Diagramm dar, dass man auch wirklich für seine Dokumentation das für die einzelnen Tage und die Bereiche sieht und dann eine schöne Zusammenfassung hat. Dafür ist wichtig, dass ihr den ersten Teil der Lektion schon so weit vorbereitet habt, wie ihr es jetzt hier seht, also dass wir unseren Jahresplan hier mit eingebaut haben, dass ich genau sehe, was ich hier trainieren möchte. Ich habe ja auch hier schon die Beispielwoche vorgegeben. Und wir wollen jetzt die Lauf- und Radeinheiten hier mal zusammenfassen. Wir hatten uns jetzt erstmal mit diesem oberen Teil beschäftigt und auch schon das, was man beispielsweise aus Garmin oder Polar in den einzelnen Zonen hier rein eintragen kann, uns rausgesucht. Wir hatten auch schon das Session-API für die einzelnen Einheiten vergeben. Und da wollen wir jetzt natürlich gucken, was da am Ende rauskommt. Dafür ist vor allen Dingen der untere Teil jetzt wichtig, indem wir das Ganze aufsummieren wollen. Wir fangen auch erstmal da langsam an und wollen jetzt hier erstmal die Summe der einzelnen Tage bilden. Wir hatten ja hier immer diese drei potenziellen Einheiten, wo man jetzt Sachen eintragen kann. Und hier bilden wir jetzt ganz einfach immer die Summe von dem, was da drüber ist. Das heißt, wir sagen jetzt beispielsweise in dieser Zelle ist gleich Summe und wir markieren da entsprechend die Zellen, die dafür in Frage kommen, halten dafür die Steuerungs- oder Command-Taste gedrückt. Das heißt, ich nehme die Summe aus dieser Zelle und dieser Zelle. Wenn da was drinsteht, nehmt das natürlich mit rein und ich kann das natürlich hier auch wieder zusammenfassen. So, dann habe ich jetzt hier beispielsweise 20 Minuten. Passt das? Ja, passt, genau. Ich kann das jetzt hier auch noch vom Format her so nehmen, dass das Ganze die entsprechende Größe hat wie hier auch. Das heißt, ich kann da das Format hier übernehmen. Das heißt, ich wähle diesen Bereich aus, nehme dann meinen Formatpinsel, um das Format zu übertragen, markiere diesen Bereich und zack, habe ich auch hier das entsprechende Format drin. Das kann ich jetzt ganz einfach rüberziehen und kann das hier sehr schön machen. Das Problem ist jetzt hier, dass ich das Format nicht ändere, aber auch da hilft mir der Formatpinsel weiter. Den kann ich auch hier nochmal einsetzen und zack, habe ich das Format auch hier wieder drin und das kann ich hier auch entsprechend nutzen. Hier möchte ich keine Linie haben und so habe ich an sich schon mal die einzelnen Zonen drin. Jetzt kann ich natürlich als Trainer auch daraus errechnen, wie groß ist jetzt hier die Gesamtsumme. Das heißt, ich kann jetzt hier beispielsweise eintragen, dass das hier die Summe von denen ist. Ich möchte das aber auch gleich in dem richtigen Format eingetragen haben, also mit Doppelpunkt, ihr kennt das ja. Das heißt, ich sage hier ist gleich Summe. Dann nehme ich natürlich die Summe dieser einzelnen Minuten. Und jetzt muss ich das einmal noch geteilt durch 60 rechnen und geteilt durch 24. Da komme ich jetzt erstmal auf einen relativ kryptischen Wert. Aber wenn ich das mit unserem Format, ihr seht es jetzt hier schon am Zeitformat, das könnte ich auch nehmen. Das finde ich hier aber nicht ganz so schön. Da nutze ich eher ein anderes Format. Das heißt, ich kann auf Benutzer definiert gehen und kann jetzt hier beispielsweise das Format HH:MM nehmen. Dann seht ihr, habt ihr hier die Stunden und die Minuten aufgetragen. Wenn ihr das mit OK bestätigt, habt ihr das auch hier mit drin. Also Stunde 45, passt das? 45 Minuten Lauf hier, eine Stunde Radfahren da. Der Athlet hat genau das gemacht, was wir wollten. Also Dokumentation ist hier auch mit drin. So, jetzt kommen wir zum Training Impulse und zum Training Load Index. Das basiert alles auf verschiedenen Möglichkeiten, um Training Load Quantification da zu betreiben. Für die Interessierten habe ich hier nochmal den Artikel verlinkt von Anta und Esteve Liano.
der sehr schön nochmal zusammenfasst, was es da für Methoden gibt. Ich zeige euch jetzt hier halt die Methoden, die ich euch empfehlen würde. Also einmal basierend auf der Herzfrequenz, den TRIMP, und einmal auf dem subjektiven Belastungsempfinden, den Training Load Index. Was ist das genau? Der TRIMP, da gibt es unterschiedliche Varianten, je nach 3-Zonen- oder 5-Zonen-Modell. Da wird immer die Zeit in einer bestimmten Zone mit einem Faktor versehen und dann aufsummiert. Das kann man also, wenn man ein 3-Zonen-Modell hat, Zeit in Zone 1 mal 1, Zeit in Zone 2 mal 2, Zeit in Zone 3 mal 3. Hier haben wir jetzt ein 5-Zonen-Modell und da würde ich euch auch empfehlen, den TRIMP halt zu nehmen, der eben diese Zonen damit drin hat. Dafür habe ich euch hier jetzt für die einzelnen Intensitäten, die man so gebrauchen könnte, nochmal die Faktoren aufgeführt. Und das sind jetzt halt die Faktoren, die ich euch für ein 5-Zonen-Modell empfehlen würde. Wir haben also den Easy-Bereich oder den Rekom-Bereich, also den man so zum Einlaufen nutzt, der geht mit Faktor 1 rein. Dann haben wir den Fat-Max-Bereich, also da, wo wir den maximalen Fettstoffwechsel haben sollten. Das wäre so Bereich 2. Dann haben wir diesen Zwischenschwellenbereich, Threshold-Bereich mit Faktor 3. Dann Bereich 4 wäre dann so maximales Laktat-Steady-State. Da hatte ich in der letzten Einheit auch gesagt, das ist so der längere Bereich, also wo ich dann längere Intervalle mache, nicht ganz so intensiv. Und alles, was da drüber ist, kriegt dann den Faktor 5. Da unterscheide ich jetzt nochmal zwischen VZ-Max-orientierten Sachen, also das, was deutlich oberhalb des maximalen Laktat-Steady-States ist, also der High-Intensity-Bereich. All-Out wäre dann jetzt beispielsweise, wenn man wirkliche Sprints hat, hat aber von der Herzfrequenz hier den gleichen Faktor. Kann man sich darüber streiten. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hier diese Faktoren euch aufzulisten. Der Vorteil ist dann, wenn ihr das hier ändern wollt, dann ändert sich das auch im ganzen Dokument. Also deswegen macht es einfach so, dass ihr hier diese Faktoren aufnimmt. Wenn ihr hinterher ein 3-Zonen-Modell macht, dann könnt ihr hier eine 1 eintragen, hier eine 2 oder hier eine 2 und da jeweils eine 3. Wir nutzen hier jetzt erstmal das 5-Zonen-Modell und weiter nachlesen könnt ihr es in dem Artikel auf jeden Fall. So, das heißt, wir müssen jetzt hier, können wir ja den Tag aufsummieren. Das heißt, wir machen es gleich. Das, was wir an Minuten haben hier, mal den Faktor, den wir jetzt hier definiert haben. Da ist jetzt wichtig, dass wir die Spalte fixieren, wenn wir das gleich rüberziehen wollen. Also immer, wenn ihr jetzt hier was mit AQ habt, da muss dann ein Dollar davor. Dann rechnen wir das Ganze plus die Zeit, die jetzt hier in Zone 2 verbracht wird, rechnen das mal diese Zelle. Da machen wir auch wieder einen Dollar vor die Buchstaben. So, dann machen wir das Ganze plus die Zeit, die hier in T3 verbracht wird, mal unsere Zelle AQ28 plus, und das geht jetzt so munter weiter, Bereich 4 mal diese Zelle. Wieder an das Dollar denken. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Die Zeit, die hier verbracht wurde, mal den Faktor, den wir dafür nehmen. Auch da wieder Dollar nicht vergessen. So, mal kurz gucken, ob das soweit passt. Ansonsten müsste das soweit klappen. Bei mir ist es jetzt so, dass auch Punkt vor Strichrechnung Excel berücksichtigt. Es kann auch sein, dass das bei euch nicht so ist, dann müsst ihr die entsprechend einklammern. Bei mir müsste jetzt ein Wert rauskommen von 215 und das entspricht dann auch dem Trim, den wir hier haben. Das ist noch relativ simpel. Jetzt kommen wir zum Training Load Index. Da müssen wir etwas trickiger umgehen damit. Und zwar muss jetzt erstmal geprüft werden, ob alles vorliegt. Das heißt, ist überhaupt hier eine Herzfrequenz eingetragen überall? Also ist überall eine Zahl drin? Also ist jede Zelle ausgefüllt? Das betrifft auch hier den Session API. Also es soll ja erst dann was, also ich kann ja erst dann den Training Load Index bestimmen, wenn ich hier einmal weiß, wie lang ist die Einheit in den Minuten komplett und wurde das auch entsprechend hier berücksichtigt. Und die Faktoren, die seht ihr jetzt hier aufgetragen. Das ist also für maximal, ist der Wert 10.
Für sehr, sehr leicht ist der Wert 1 und dazwischen gibt es halt diese verbalen Umschreibungen. Ich würde euch auch empfehlen, dass eben die Athleten nicht hier eine Zahl eintragen, sondern so wie wir es ja mit dieser Dropdown-Liste gemacht haben, so, weil es ist immer besser, eine verbale Umschreibung dazunehmen, als jetzt eine Zahl. Weil es gibt auch viele Leute, die würden sagen, okay, 5 ist halt so irgendwo dazwischen und für mich fängt der harte Bereich so ab 7 an, aber die verbale Umschreibung von 5 ist halt schon hart und 7 ist halt schon sehr hart. Da gibt es halt unterschiedliche Dinge. Da muss man sich auch für den Athleten so ein bisschen kalibrieren, aber ich würde euch das auf jeden Fall eher so empfehlen. Heißt aber, wir müssen jetzt aus dieser verbalen Umschreibung, die wir hier haben, eine Zahl machen. Und wir müssen erstmal prüfen, ob alles da ist. Und das machen wir jetzt eben in dieser Formel. Dafür sagen wir erstmal ist gleich, Klammer auf, wenn. So, und jetzt prüfen wir erstmal, ob die Anzahl 2, das ist wichtig, dass wir hier Anzahl 2 nehmen. Der Unterschied Anzahl prüft, ob in der Zelle Zahlenwerte drin sind und Anzahl 2 prüft, ob da überhaupt irgendwas drin ist. Also kann auch Text sein und wir haben ja hier auch Text drin. Deswegen müssen wir gucken, ob die Anzahl einmal jetzt von diesen Zellen, also B11 bis F11 und dann mit einem Semikolon, dann noch die Zelle D12, ob die Anzahl 2 von denen jetzt größer ist als 5. Das sind ja insgesamt 6 verschiedene Zellen. Wenn da überall was drin ist, dann sollte die Anzahl größer als 5 sein. Ich könnte also auch ist gleich 6 machen, aber ich mache das öfter mit diesem größer. Wenn das der Fall ist, dann soll gemacht werden die Summe in den Minuten von diesem hier, ja, mal, und jetzt kommt's. Wir müssen jetzt aus dieser verbalen Umschreibung eine Zahl machen. Wir haben ja die entsprechende Zahl auch hier drin. Das heißt, wir nutzen wieder unsere S-Verweisfunktion. Sehr nützliche Funktion, denn wir können jetzt hier sagen, wir suchen nach dem Kriterium D12. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Suchkriterium. Die Matrix, die können wir auch hier sehen, ist dieser Bereich, also von AL12 bis AQ22. Der Spaltenindex könnte abzählen, ist aber in dem Fall 6. So, und der Bereich soll jetzt eine genaue Übereinstimmung sein. Der ergibt sich ja auch aus der Zelle, von daher nehmen wir da den Bereich falsch, können das hier entsprechend einklammern. So, wenn wir das jetzt haben, dann wird ja jetzt hier gesagt, okay, wenn wir hier alles vorliegen haben, dann soll die Summe der Minuten mal diesen. Ja, man könnte sagen, das Session API, also diesen Intensitätsfaktor, also wie ging es mir, verrechnet werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll da einfach eine 0 stehen, weil dann fehlt da noch was. Also entweder ist da irgendwas nicht eingetragen oder das war es an der Stelle. So, das klammern wir nochmal ein, dass wir hier diese schwarze Klammer wieder haben. Und das müssen wir jetzt nochmal verrechnen mit diesen anderen beiden Einheiten, die man ja theoretisch auch noch machen könnte. Jetzt kann man da das entweder nochmal neu aufbauen, aber wenn ihr es jetzt so angelegt habt, dann müsste das eigentlich ganz gut passen. Wichtige Anmerkung noch an der Stelle: Ihr müsst hier auch immer diese Zellen, die jetzt diese Liste betreffen, die müsst ihr mit einem Dollar nochmal fixieren, weil wir das ja gleich auch anpassen wollen auf andere. Deswegen macht hier nochmal einen Dollar vor AL12 und vor AQ 22, dass das entsprechend so angelegt ist. Die anderen Zellen solltet ihr so lassen, weil die brauchen wir hinterher noch. So. Das hätten wir jetzt hier für die erste. Und jetzt würde ich euch empfehlen, von der aufgemachten schwarzen Klammer bis zur zugemachten schwarzen Klammer das Ganze zu kopieren und jetzt hinter dieses Pluszeichen einzufügen. Und jetzt müsst ihr halt nur diese Bs, Fs und Ds verändern. Das heißt, hier ist es jetzt beispielsweise dann Zeile 20. Bei D ist es dann entsprechend nicht 12, sondern 21. Und das muss ich dann hier nochmal machen. Also auch hier die Summe von B20 bis F20. Und bei D ist es dann entsprechend 21. So, das sieht jetzt hier ganz gut aus. Ihr könnt das auch nochmal hier grafisch kontrollieren, ob die richtigen Bereiche ausgewählt sind bei euch. So, das sieht gut aus. Da können wir jetzt noch ein Plus dran machen. Und ich kopiere jetzt wieder diesen Bereich von dem. Also die letzte Klammer dann entsprechend
füge das hier wieder ein und da ist wichtig, dass ich jetzt wieder einen neuen Bereich nehme. Also hier wäre es jetzt 29 und 29. Da seht ihr, habt ihr auch schon direkt diesen Bereich ausgewählt. Hier wäre das entsprechend eine Zeile mehr, also 30. Und so kann ich mich jetzt hier nach vorne hangeln und da entsprechend was anlegen. Hier nehme ich wieder D30. Hier müsst ihr halt aufpassen, dass ihr das akkurat übernehmt. Wenn das der Fall ist und hier jetzt auf OK geht, dann solltet ihr einen Wert haben von 315 an der Stelle. Und dann habt ihr schon mal hier alles richtig gemacht. Jetzt machen wir noch den Training Load Index geteilt durch 2. Das hat aber nur grafische Hintergründe. Das heißt, wir sagen einfach, ist diese Zelle geteilt durch 2, sind damit fertig. Und müssten jetzt eigentlich auch die Tagesdokumentation hier angelegt haben. Also einmal die normale Dauer. Sagt erstmal noch nicht ganz so viel aus, ist nicht unrelevant, aber das geht genauer. Und dann finde ich immer die Kombination gut aus TRIMP von der Herzfrequenz und dem Training Load Index eben von dem subjektiven Belastungsempfinden. Beides in Kombination finde ich hier sehr gut. So, und jetzt könnte ich natürlich euch frecherweise die Aufgabe geben, macht das bitte jetzt noch 6 Mal, nochmal genau so, alles das, was wir bisher haben. Aber wenn ihr entsprechend die Dollarzeichen gesetzt habt an den richtigen Stellen und die anderen Sachen gut verlinkt habt, dann müsste es auch einfacher gehen. Denn der Aufbau ist ja hier immer gleich. Das heißt, ich kann auch dieses Päckchen hier mit STRG C kopieren und direkt hier überall einfügen. Und wenn das der Fall ist, dann sollte das auch hier klappen. Ich gucke gerade einmal überschlag, ob das soweit passt. Das sieht sehr gut aus. Ja, und schon habt ihr, könnt ihr es jetzt hier nochmal kontrollieren für die Werte, die wir jetzt hier angegeben haben, sollte das herauskommen. Damit habt ihr den Großteil eigentlich schon gemacht und das ist an sich eine schöne Sache. Ihr habt das jetzt mal in Zahlen ausgedrückt. So, jetzt wollt ihr natürlich das nicht immer so zahlenmäßig vergleichen, sondern ihr wollt wahrscheinlich auch mal schauen, wie sieht das so im Wochenverlauf aus. Das heißt, wir wollen uns das jetzt hier auch nochmal in der Grafik anschauen, dass man auch einfach sieht, wo sind vielleicht hohe Belastungen, niedrige Belastungen, wie klafft das auseinander. Und dafür habe ich mal was vorbereitet. Und zwar seht ihr jetzt hier auch schon diese Abbildung und könnt ihr jetzt hier eben sehr schön sehen. Und habt jetzt hier schon mal zumindest den Shrimp und den Training Load Index so als Trainingsbelastung. Das heißt, wir sehen, Montag ist locker, Dienstag ist so die höhere Belastung, Donnerstag ist nochmal eine höhere Belastung und Sonntag auch. Was wir jetzt hier nicht sehen, ist das jetzt, weil wir viel trainieren oder weil wir hart trainieren oder beides oder was auch immer. Und das muss man jetzt hier eben noch ergänzen. Das heißt, wir gucken uns jetzt gleich auch nochmal diese Herzfrequenzbereiche an. Was ich euch hier noch empfehlen würde, ist, dass man an der Stelle noch das Datum einfügt, das heißt so von bis. Das heißt, wir können an der Stelle sagen, ist gleich das, was wir jetzt in dieser Zelle haben, also dieses Datum. Und dann machen wir entsprechend an der Stelle ist gleich das Datum, was wir hier hinten haben. Dann habt ihr direkt auch die Übersicht für euch. Das ist jetzt also von Montag, den 3. Februar 2020 bis Sonntag, den 9. Februar 2020. angelegt. So, wir bleiben jetzt erstmal bei der Grafik und kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir hier ein paar Säulen reinbekommen. Ich mache das gerne mit so gestapelten Säulen und wie ihr wisst ja, ich bin totaler Farbfan, deswegen gibt es bei mir natürlich auch bestimmte Farben für Trainingsbereich 1, 2, 3, 4 und 5. Die würde ich euch auch empfehlen, dazu nutzen. Und um das jetzt hier darzustellen, nutzen wir einfach das, was wir schon angelegt haben. Wir haben ja für die einzelnen Tage diese Daten, das müssen wir jetzt hier nur noch anwählen. Das heißt, wir gehen mit der rechten Maustaste drauf, gehen auf Daten auswählen und haben jetzt hier auch unsere T1, 2, 3, 4, 5 Bereiche drin. Die können wir entsprechend hier bearbeiten und da können wir bei den reinen Werten eben sagen, wo nehmen wir die. Da klicken wir jetzt immer die Werte an, die eben bei T1 stehen, das heißt für den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Das sieht dann so aus, ich klicke hier die erste Zelle an, halte die STRG oder Command-Taste gedrückt, klicke die nächste an, überall wo T1 ist, jeweils die Zahl natürlich und müsste dann hier eben 7 Werte haben. Das kann ich mit OK bestätigen, dann mache ich das gleiche nochmal für T2, auch hier wieder Reihenwerte aussuchen. Ihr seht es, hier ist schon mal angedeutet, wo das Ganze liegen kann. Das heißt, wir nehmen hier T2, 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 T2.
unser Fettmax-Bereich, dass wir hier die Summe haben oder die Werte für die Einzeltage. Dann nehmen wir hier noch T3 mit rein. Das wäre entsprechend dieser Wert, dieser Wert, dieser Wert, dieser Wert, dieser Wert, dieser Wert und dieser Wert. Perfekt. Dann noch T4. Da nehmen wir die Werte hier, da, 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 da. Ihr könnt es natürlich auch schriftlich eintragen, ist aber oft aufwendiger und fehleranfälliger, als wenn ihr es einfach durchklickt. Und dann bearbeiten wir noch diesen Bereich, also hier T5, 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 T5 und den Sonntag. So, wenn jetzt alles richtig läuft, müsst ihr hier nochmal bestätigen, ansonsten übernimmt das nicht. Und das sieht schon mal sehr, sehr schön und übersichtlich aus. Das heißt, wir sehen jetzt neben der Trainingsbelastung auch, woher die Belastung kommt. Das heißt, wir sehen hier sehr schön, dass Dienstag und Donnerstag eher ein intensiver Tag ist. Wir sehen auch, dass eben Mittwoch so ein Nachbelastungstag ist, also wo hier viel Fettmax-Anteil dran ist. Und wir sehen jetzt auch, warum jetzt die Belastung am Sonntag so hoch ist, weil eben da eine längere Einheit erfolgt. Das heißt, die Summe dieser aufgestapelten Boxen, da können wir erkennen, okay, hier wird 2 Stunden trainiert, hier 1 Stunde 45, hier auch und so weiter. Und wir können auch hier sehen, okay, hier sind es 180 Minuten. Das ist also auf der einen Seite schön zu sehen, wie viel wurde trainiert und in welchen Bereichen wurde trainiert, und damit habt ihr schon mal eine schöne grafische Übersicht. Jetzt wollen wir das Ganze noch hier ausfüllen. Das heißt, wir wollen uns noch anschauen, wie lange wurde, also wie viel Umfang wurde trainiert. Da nutze ich auch immer so diesen Dreiklang aus Gesamtdauer, Gesamttrim, Gesamttraining Load Index und dann jeweils noch die Zeit in den jeweiligen Zonen, T1, 2, 3, 4 und 5, sowohl absolut als auch in Prozent. Und dann wollen wir uns noch in der Mitte die Training Intensity Distribution anschauen, die TID, dass ihr da eben auch entsprechend das Ganze habt. Was jetzt hier aufgetragen ist, wollte ich noch kurz ergänzen, ist der Training Load Index geteilt durch 2. Das liegt aber nur daran, weil man das dann besser grafisch mit dem Trimp darstellen kann. Ansonsten kann man auch hier noch eine zweite Grafik mit drin machen. Ich finde das aber hier so mit der Übereinstimmung ganz gut. So, dafür nutzen wir jetzt hier die Möglichkeit, um die Summe zu bestimmen. Dafür kann ich euch Folgendes empfehlen. Ihr geht in diese Zelle rein und sagt, jetzt ist gleich die Summe. Und da nehmen wir hier jetzt die Summe der T1er. Das heißt, wir gehen hier wieder rüber in unsere Woche und sagen, das ist jetzt hier die Summe von dem, also müssen wir es wieder anklicken, dem und dem. So, und diese Summe, wir wollen das ja später auch dann wieder in unserem gewählten Format anzeigen, deswegen teilen wir das durch 1440. Und haben jetzt hier einen entsprechenden Wert. Den können wir auch wieder mit der Formatierung entsprechend anpassen. Das können wir auch direkt für alle Werte machen. Da nutzen wir jetzt hier entweder das Zeitformat. Ich würde hier empfehlen, wieder benutzerdefiniert ranzugehen und den Typ HH:MM zu nehmen. Dann hätten wir hier jetzt entsprechend beispielsweise 1 Stunde 35 für den T1-Bereich und könnten damit jetzt weiterarbeiten. So. Wenn ich das jetzt rüberziehe, funktioniert das nicht, weil wir hier die einzelnen Zellen, das sind immer 2 Zellen und ich möchte ja in dem Wochenplan liegen ja T1 und T2 jeweils 1 Zelle weiter entfernt. Der einfachste Weg, den ich jetzt so wüsste, ist einen kleinen Umweg zu machen. Das heißt, wir kopieren das, was hier drin ist, packen das in irgendeine einzelne Zelle hier rein. Dann habe ich hier jetzt entsprechend einen Wert, der jetzt ja nicht formatiert ist. Dann gehe ich einfach weiter rüber. Und das führt jetzt dazu, dass der auch immer die Zelle nimmt, die jetzt jeweils später liegt. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier beispielsweise die 5. Zelle angucke, dann ist das hier auch entsprechend immer der T5-Bereich. Dadurch habe ich jetzt relativ schnell diese Werte mit drin und kann an der Stelle sehr schön hingehen und sagen, das, was hier drin ist als Inhalt, das soll hier reinkopiert werden als Inhalt. Das sind was in der 3. Zelle drin ist, kann ich auch entsprechend kopieren, kann das hier reinpacken. Und das, was in der 4. Zelle drin ist, wird auch wieder kopiert. Also ihr seht, ich bin da einfach nur faul und will euch das so schnell wie möglich da erlauben. Und dann hier nochmal kopiert
und da eingefügt. Und dann müsstet ihr hier diese Werte drin haben. Also Stunde 35, 7:25, Stunde 35, 41 Minuten und 39 Minuten. Ja, ihr könnt euch noch die Sekunden anzeigen lassen. Glaube ich, ist in der Wochenansicht jetzt nicht ganz so wichtig. Wer möchte, kann dann hier das Format entsprechend ändern. Daraus können wir jetzt die Summe bilden. Das heißt, wir sagen hier einfach ist gleich die Summe von den einzelnen Trainingszonen, die wir hier abgedeckt haben. Da haben wir jetzt auch automatisch dieses Stunden-Minuten-Format drin. Das könnt ihr aber auch hier nochmal gegebenenfalls ändern. Könnt Sekunden auch da drauf packen. Brauchen wir hier jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht. Dann bestimmen wir noch die Summe für Trimp und den Training Load Index. Das ist an sich auch nicht schwer. Da geben wir auch hier einfach ein, ist gleich Summe. An der Stelle wählen wir natürlich jetzt wieder unsere Bereiche an, wo wir den Trimp drin haben. Das wäre jetzt hier entsprechend diese Zelle. Ich halte wieder Steuerung unter die Command-Taste gedrückt. Dann diese Zelle, diese Zelle, diese Zelle, diese Zelle und die hier. Dann hätten wir hier die Summe. Da müssten wir auf diesen Wert kommen, 1629. Dann mache ich das gleiche noch für den Training Load Index. Das wäre dann, ist auch wieder gleich die Summe der Einzeltage. Ja, das heißt, wir gehen dann hin und sagen, ist die Summe von diesem Wert, diesen, diesen, diesen und so weiter. Dann hätten wir diesen Wert hier, 2995, also knapp unter 3000. Und jetzt wollen wir hier noch die Training Intensity Distribution uns anschauen. Und diese Training Intensity Distribution, die würde ich gern so haben, dass wir eben nach einem 3-Zonen-Modell das Ganze haben. Das heißt, wir fassen das zusammen. Achso, wir haben eigentlich hier noch gar nicht die Prozentwerte drin stehen. Das machen wir gerade nochmal. Ist auch an sich ganz easy. Das heißt, wir sagen einfach, ist gleich die Zeit, die in dieser Zone war, durch die Gesamtzeit. Die machen wir hier mit einem Dollar vor die Spalte. Ja, dass wir eben, wenn wir das nach rechts ziehen, das eine soll sich bewegen, das andere nicht. Das können wir jetzt hier darstellen. Das wäre jetzt hier 13%. Wenn wir das noch in Prozent ausgedrückt haben wollen, dann können wir das auch mit Prozent angeben. Wir können da jetzt noch eine Dezimalstelle machen, brauchen wir hier jetzt, glaube ich, nicht. Und das kann ich jetzt auch entsprechend, ja, kann ich rüberziehen. Dann verändert sich aber da auch die Farbe. Das heißt, auch da können wir wieder unseren kleinen Trick anwenden. Das heißt, wir machen einfach Steuerung C, gehen hier rüber. Wobei, wenn ich das mache, verändert sich das nicht. Ja gut, dann gehen wir einfach den Weg und hoffen, dass wir die Farben wiederfinden. Das heißt, dann hätten wir jetzt diese einzelnen Werte. Dann versuche ich das mal schick einzufärben. Das geht, jawohl. Hier haben wir das Grün. Und ganz wichtig, dieses Gelb. Und diesen Orangeton und das Rot. So. Okay, wenn wir das jetzt haben, dann können wir als letztes noch die Training Intensity Distribution uns anschauen. Da machen wir es so, wir bilden einmal diese Summe von den beiden, dann den Wert für T3 als Zwischenschwellenwert und die Summe aus diesen beiden. So, wir wollen das jetzt darstellen und zwar als ganze Werte und dafür müssen wir mit der Funktion Runden arbeiten. Das heißt, wir sagen ist gleich Runden. Und zwar wollen wir die Summe von den Werten runden, die jetzt hier drin ist. Das sind jetzt ja Dezimalwerte, auch wenn da jetzt 13 steht, aber es sind ja 13%. Das heißt, es ist 0,13 oder 0,62. Das heißt, das, was wir jetzt gleich haben, ist irgendein Wert unter 1. Das heißt, wir rechnen diese Summe, die wir da haben, mal 100. Und wollen diese Zahl, die dann rauskommt, eben auf 0 Nachkommastellen machen, also auf ganze Prozent. Ja, deswegen mal 100, 0 Nachkommastellen. Wir könnten es auch erst runden und dann faktorisieren, aber das finde ich jetzt hier ein bisschen einfacher. Also die Summe von denen mal 100, 0 Nachkommastellen. So, jetzt wollen wir das aber so darstellen, dass diese Zahl kommt, dann ein Leerzeichen, ein Slash, ein Leerzeichen und dann die nächste Zahl. Dafür können wir das Ganze mit einem Und machen.
Dieses und Erlaubnis also in einer Spalte die Inhalte von mehreren Sachen zu nutzen. Das ist zum Beispiel für Zellen, wo ihr sagen wollt, dass das Mittelwert plus minus einem anderen Wert ist und der ergibt sich aus einer Errechnung. Dafür könnt ihr das jetzt richtig gut nutzen. Also für so Tabellen oder wissenschaftliche Arbeiten ist das sehr, sehr angenehm. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin, schreibe und, Leerzeichen, Slash, Leerzeichen, dann wieder ein und. Wichtig ist, dass ihr nach diesem und, das habe ich noch vergessen, so Anführungszeichen macht, weil der verknüpft jetzt im Grunde den Inhalt, den wir hier drin haben, mit diesem Text. Da könnte ich jetzt auch wahllos irgendwas reinschreiben oder ein bestimmtes Sonderzeichen einfügen. Möchte ich jetzt hier nicht. Ich möchte nur, dass da ein Leerzeichen slash Leerzeichen ist. Dafür muss ich das aber noch mit diesen Anführungszeichen bearbeiten. Dann habe ich und. Jetzt kommt wieder im Grunde unsere Rundenfunktion. Das heißt, wir wollen jetzt den Wert, den wir hier haben, runden. Und zwar diese Zahl mal 100 auf 0 Nachkommastellen, also auf ganze Hunderter. Dann schreiben wir wieder und Anführungszeichen, Leerzeichen, Slash, Leerzeichen, Anführungszeichen und. Ja, also das müssen wir immer machen, um was zu kombinieren. Und dann nehmen wir wieder die Summe, weil hier sind es jetzt ja wieder mehrere Werte, die Summe von diesen beiden mal 100. Oh, ups, ich habe Runden vergessen. Also Runden, die Summe mal 100. Anzahl der Stellen ist wieder 0. Und dann müsste das hier drin sein. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist Runden, das ist Runden, das ist Runden. Wir gucken einfach mal, was rauskommt. Ja, und dann müsste diese TID rauskommen. Das heißt, ihr habt jetzt in dieser einen verbundenen Zelle einen Wert von 76, 13 und 11. Und damit habt ihr auf jeden Fall hier schon eine gute Übersicht, was in dieser Woche passiert ist. Das Tolle ist, ihr könnt jetzt diese Woche, wenn ihr jetzt das Ganze dem Athleten zukommen lassen wollt oder ihr wollt es für eure Kartei irgendwie ablegen, könnt ihr auch als PDF exportieren. Das habe ich auch schon so vorbereitet. Das heißt, ihr könnt jetzt hier sagen, Datei. Also ihr müsst in irgendeine Zelle reinklicken, also nicht in die Grafik reinklicken, sondern einfach irgendwo. Könnt dann sagen, Datei, speichern und senden, wieder PDF-Dokument erstellen. Ihr könnt dann sagen, das ist beispielsweise jetzt hier die Doku. Das könnt ihr veröffentlichen und dann müsstet ihr hier auch entsprechend so eine Auswertung bekommen. Das heißt, ihr habt auf einer Seite das Ganze komplett und habt jetzt auch eine schöne Übersicht für eure Dokumentation und wisst jetzt eben genau, was in der einen Woche ist und könnt dann verschiedene Wochen vergleichen und könnt natürlich auch nochmal in die individuellen Wochen reingehen und da gucken und das im Grunde hier sehr schön ja, dokumentieren und weitertragen. Das, was wir jetzt hier in den letzten beiden Einheiten gemacht haben, läuft im Grunde darauf hinaus, dass ich euch erstmal zeigen will, was man generell überhaupt machen kann, so als Idee. Grundsätzlich geht es natürlich darum, wenn ich das mit diesem Kalender vergleiche oder kombiniere, besser gesagt, dass ich dann im Grunde das ganze Jahr auch planen kann. Das heißt, dass ich für jedes Jahr 52 Wochen anlege. Und die kann ich natürlich auch wieder kombinieren. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal habe als Tool, das ist ja für die eine Woche ganz nett, aber toll ist es natürlich, wenn ich das Ganze noch weitertragen kann. Beispiel. Ich hätte jetzt diese Woche, das Jahr würde jetzt da anfangen und ich möchte jetzt das, was ich hier jetzt aufwendig schon gemacht habe, weiter exportieren und so anlegen, dass ich hinterher ein Tool habe, womit ich das ganze Jahr auch planen kann. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier hin. Hier sind jetzt schon Inhalte drin. Ich würde euch empfehlen, da vorher die Inhalte rauszunehmen. Aber nur, dass ihr seht, wo kann das hinführen. Man kann das Ganze jetzt hier auch dieses Tabellenblatt verschieben oder kopieren. Da entsprechend eine Kopie erstellen. Das würde ich jetzt hier beispielsweise ans Ende packen. Ich nenne das jetzt mal 10 Plan 2. Und dann kann ich ja hier einfach sagen, ich nehme jetzt hier nicht den 3. Februar, sondern das soll ein anderes Datum sein. Das soll im Kalender das Datum sein, was jetzt beispielsweise hier steht, also die Woche, die danach kommt. So, und dann habt ihr jetzt hier die Woche. Und dann könnt ihr hier jetzt die Woche, da steht jetzt natürlich das gleiche drin, aber könnt ihr jetzt hier im Grunde planen. Und in der Summe habt ihr dann halt wirklich ein Tool, was ihr euch dann mit dieser
Hilfe dann im Grunde zusammenbauen könnt, wo ihr dann wirklich in jeder Woche halt seht, was ist die Dokumentation, was sind die Inhalte, und könnt das dann auch hier entsprechend dann in einer weiteren Excel-Möglichkeit dann zusammentragen und dann halt sehen, wie sieht das jetzt übers Jahr verteilt aus und so weiter. Da könnt ihr euch jetzt mit dem, was ihr habt, richtig austoben. Also ich wollte euch damit im Grunde das Rüstzeug an die Hand geben. Nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, okay, jetzt bin ich fertig. Ja, schon, ihr habt jetzt auch einiges geschafft. Aber im Grunde geht es jetzt auch erst richtig los. Das heißt, wenn ihr das weitertragt, neue Gedanken reinbringt und das Ganze jetzt im Grunde mit den Skills, die ihr erworben habt, vergrößert, könnt ihr, glaube ich, sehr schön Trainingsplanung machen, Trainingsdokumentation machen und da auch mal Sachen machen. Und das, was wir gemacht haben, ist wirklich jetzt mit ganz einfachen Mitteln versuchen, das, was man eh im Training macht, also Herzfrequenz aufzeichnen und mal kurz das Ganze raten, das zu nutzen, um ja da einfach eine gewisse Dokumentation zu haben. Ich hoffe, das hat euch bisher soweit was gebracht und Spaß gemacht. Ich wünsche euch natürlich auch wieder viel Spaß beim Nachbauen und ja, fleißige Planung, fleißige Doku. Bis zum nächsten Mal.